Du bist Mutterseelenallein auf dem oberen Deck. Es ist niemand hier. Keine weitere Person außer dieser, ja, Kreatur, die du, sie erinnert dich natürlich an einen Mensch, irgendwie verkrümmt und so, aber der Chorgeweihte steht dort mit den Armen ausgebreitet und tut Ja. gar nichts. Gar nichts. Ich hau, lupp dir mal einen. Oh, lupt dir, das tun weh. Das nicht wollen. Das Das unfair. war so geplant. Lupp dir, sag mal. Bring mal runter. Dir? Weck den auf. Was macht der da? Quack. Lass ich nicht können. Quack. Doch. Er hüpft so ein bisschen wie ein kleiner Frosch. Ich hau dir deinen Kopf ab. Ich bin der Schiffshausmeister. Der Ja, läuft gleich schnell weg nicht und mehr. ja, er kriecht so hinter Ich diesen auch Schädel hinterher. und hängt dann auf der Außenseite des Schiffes. Verschwindet dann. Kann ich ihn nicht vor. Ich habe doch vorher gesagt, ich will es ihm runter mich beugen. Kann ich ihn festhalten, bevor er wegkriecht? Würfel mal nach oben. Okay. Wirklich, der will einfach weg. Da ist drauf. Er hat natürlich einen Rüstungsschutz. Schimmel. Verdammt! Ja, dann ist er jetzt weg. Du Weg stehst ist er. jetzt ziemlich alleine und wir springen wieder zum Oberdeck. Meine Herren, ich bin leider nicht auf dem neuesten Stand und ich vermute, das Schiff ist in einigen Schwierigkeiten. Ich möchte meine Hilfe anbieten. Wer seid ihr denn? Mann. Mein Name ist Jasper, aber ich glaube, eine Vorstellung sollten wir auch später vertagen, nicht wahr? Was wird das Schwert wieder einschlagen in das Tuch, aber in Xyleste stecken lassen? Nun, habt ihr etwas Dringendes zu sagen? Es ist ein heikler Moment. Ich würde ganz gerne eingewiesen werden, wo wir uns befinden und was passiert ist. Ich habe gehört, dass die Hibernatoren vor einiger Zeit aktiviert worden sind und nun ja, dadurch, dass ich gesehen habe, dass euer ehemaliger Kapitän das Schwert bereits bei sich hatte, ich bin doch sehr verwundert, dass ein Schiffskoch sich nun aufgeschwungen hat, den Kapitän zu spielen. Ihr seid ein Magier, nicht wahr? Dient ihr? Selbstverständlich, ihr sollt mich einweisen, mein Herr. Gut, die Lage ist, dass gerade die weiteren Dämonenarchen auf unsere Position zu bewegen und wir versuchen, ihnen zu entrennen. Habt ihr mit dem Tausend-Augen-Kelch herumgespielt? Über irgendetwas haben wir darüber erfahren und sie über unsere Position, aber nun, unser Kurs ist Nordost, dort, wo sich keine der anderen Archen befinden. Ihr seid schon länger hier auf der Arche? Selbstverständlich. Ich wurde leider gefangen genommen. Allzu viel Wahl hatte ich nicht und seitdem diene ich hier und habe einiges aufgeschnappt. Ich kann euch also sehr nützlich sein, möchte ich sagen. Gut. Wisst ihr etwas darüber, wie sich diese Arche bewegt, wie genau ihre Bewegungsmuster sind? Sie läuft Wie derzeit eine auf ihren Spinne Beinen. auf 8 Beinen, Euer Gnaden. Seid ihr auch einer der anderen Archen begegnet? Selbstverständlich. Die Archkapitäne treffen sich das ein oder andere Mal und wir haben oft Häfen angelaufen, aber nun, ich musste an diesem Schiff bleiben. Und gibt es so etwas wie eine verdammte Crew, die hier die Arche ja, antreibt, ihren Beinen Kraft verleiht? Nun, eine Crew. Es gab eine Crew, die wurde allerdings beim Angriff auf Valusa ausgetrocknet, getötet. Sie braucht allerdings keine Crew, um sich fortzubewegen. Wir haben keine Segel, wie ihr vielleicht bereits gesehen hattet. Alles, was diese Arche braucht, ist das Unwasser aus den Reichen der tiefen Tochter, der jenseitigen Ersäuferin, der dunklen Herzogin. Da auszieht seine Augenbraue hoch. Der Name, den er. Egal. Nun, Unwasser haben wir hier genug in der blutigen See. Und wir steuern weiter in sie hinein. Magister Jasper war der Name, nicht wahr? Yes, bei der Wand. Jasper der Wandler. Gut. Seid ihr vertraut mit Windströmung und dem Fluss der Wasser? Nun, ich bin über so ziemlich alles informiert, aber worauf wollt ihr hinaus?
Aus dem Süden scheint sich etwas zu nähern. Wesen mit ledernen Schwingen. Ja, die erste Plage. Die erste von vielen. Nun, wir werden versuchen, ihnen zu entkommen. Ich werde hier bei den Steuerfrauen bleiben und ihnen den Kurs befehligen. Aber ich brauche Augen und Ohren und jemanden, der das, was da draußen auf uns zukommt, deuten kann. Ja. Könntet ihr das sein, Jasper? Nun, ich würde mir wünschen, er schaut nochmal in Richtung des Horizonts, dass wir diesen Lederschwingen ausweichen. Sie wurden erschaffen von einem Kollegen von mir. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es von den beiden ist, aber selbstverständlich hat auch Darion Padigan, Bordmagi. In diesem Fall ist es wohl Vespertilio Organo oder Vermis Gulmaktar. Sie sind beide ziemlich... Nun ja, sie wissen, was sie tun, möchte ich sagen. Und wenn sie Lederschwingen den Auftrag bekommen haben, dass sie uns angreifen, dann werden sie das ausführen. Wir sollten am besten den Rumpf versiegeln und uns, nun ja, zurückziehen. Steuerfrau, Xeleste, ist das möglich, während der Fahrt den Rumpf zu versiegeln? Selbstverständlich ist das möglich. Du musst es nur befehlen. Ich befehle es. Verschließe den Rumpf. Ragnar, ja, du hattest von dem Paligan vorhin schon gesprochen. Wer ist das eigentlich? Darion Paligan. Meint ihr? Nun, ja. Alles, was ich über ihn weiß, ist, dass er vor einigen Jahren noch der Admiral der Schwarzen Perlenmeerflotte in Al-Anfa war. Als ihr Goldo Paligan kennt. Man schaut fragend in Ephadarios Gesicht, ob man da irgendwie so eine Art von Erkenntnis kennt. Der Name ist mir nicht geläufig. Ein Grand in Al-Anfa, einer der mächtigsten Leute in Al-Anfa. Nun, und die Schwarze Perlenmeerflotte kennt ihr die wenigstens? Von der Perlenmeerflotte habe ich gehört, aber... Der Schwarze Armada. Wie spielt dieser Paligan rein? Er scheint doch jetzt... einer der Archen zu kommandieren? Nun, er war früher der Admiral dieser Flotte. Und er wurde allerdings eines Tages von... wie war der Name von dem Piraten noch? El-Hakir, wenn ich mich recht entsinne. Wurde er auf seinem eigenen Schiff entführt. Nun, was danach mit ihm passiert ist, hat lange Zeit niemand mehr gewusst. Aber gerade eben, als ich ihn diesen Kelch gesehen habe, habe ich alle Erinnerungen dieses Mannes mit ihm geteilt und er hat wahrscheinlich alle Erinnerungen mit mir geteilt. Und dort habe ich erkannt, dass dieser Mann Darion Paligan sein muss. Er ist also einer der größten Admiräle unserer Zeit gewesen, dass er es geschafft hat, die Schwarze Armada zu befehligen oder die Perlenmeerflotte, das weiß ich gerade gar nicht. Und nun ja, nun ist er auf der Plagenbringer. Er ist auf jeden Fall... ein sehr gefährlicher Mann. Hast du auch die anderen Archen gesehen, als du... Jasper, wie hieß dieser... verzeiht, mein geleiter Herr, wie hieß dieses Artefakt, von dem ihr spracht? Der 1000-Augen-Kelch? Ragnar, du hast die anderen Archen auch gesehen, als du in den 1000-Augen-Kelch geblickt hast? Ja. Und die Plagenbringer, welche der Archen ist sie? Die Plagenbringer ist die größte von ihnen. Die misst ungefähr 200 Meter. Und sie ist wahrscheinlich auch das Flaggschiff. Dann sollten wir uns hier nicht stellen. Bei der Fahrt, als ich mir ein Rennen mit meiner Arche gewünscht habe, hatte ich an etwas anderes gedacht. Ja, ich auch. Und ich denke auch nicht, dass wir uns mit irgendeiner Arche anlegen könnten. Unsere Leute sind verletzt und... wir haben nicht viele Leute. Gut. Jasper, Magister, bitte überwacht die Versiegelung des Rumpfes und gebt mir Bescheid, wenn es getan ist. Und wenn ihr der Torwallerin, Fräulein Svanjot hier begegnet, bittet sie, dass sie auch sicherstellt, dass die Toten an Deck festgezurrt werden, sodass sie nicht im Sturm in die blutige See gerissen werden. Um ihre Bestattung
müssen wir uns später kümmern. Ich glaube, wenn die Lederschwingen hier eintreffen, dann werdet ihr keine Leichen mehr finden. Verzeiht, dass ich gelacht habe, mein Herr, das ist eine äußerst bedauernswerte Angelegenheit. Nickt dann gönnerisch und dreht sich um, geht nach unten. Was tut derweil Jarlan? Jarlan steht unter Deck und macht, oder zumindest versucht er, die Mannschaft zur Sau zu machen. Sausäcke, Hundefeige! Ihr wollt mutige Männer sein? Im ersten Anzeichen von 10 Dingern, da verkriecht ihr euch! Was wollt ihr hier unter Deck machen? Auf den Tod warten! Das sind die verdammten Niederölen, die da auf uns einprasseln. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Es hieß für eine Fahrt nach Valusa. Ja, dann sinkt dann auf die Treppenstufe nach oben, auf der er noch steht. Selbstverständlich wusste ich, dass das in die blutige See geht, aber doch nicht gegen die verdammte Plagenbringer. Schützt den Kopf in die Hände. Ich doch auch nicht. Wir tun alle nur, was wir können. Ich kann nicht mehr. Wir sind seit 2 Tagen wach. Wir sollten vielleicht uns hier verziehen und dann ausschlafen. Er schaut sich so ein bisschen um, Jaroslaus. Er dreht seinen Kopf so ein bisschen. Auch die Wände, die hier schimmelig sind und die Eichenkäfer, die um euch herum kriechen und Harz von dem einen Ort zum anderen bringen oder kleine Öffnungen, die sich hier auftun. Vielleicht große wie Rattenlöcher, aus denen dann weitere Straßen von Käfern kommen. Es ist natürlich ein denkbar ungünstiger Ort, aber hier haben auch schon andere Menschen vor uns gelebt. Denkt ihr, das wollen wir nicht alle? Ich würde nichts lieber tun, als mich auch hier auf der Stelle hinzulegen und 3 Tage lang durchzuschlafen. Aber jedes Mal, wenn es so aussieht, als hätten wir einen Moment der Ruhe, werfen uns die Götter einen neuen Stein vor die Füße. Auf wen sollen wir denn jetzt vertrauen? Gibt es sowas wie einen Kapitän? Früher wart ihr es, doch jetzt? Seine Gnaden Ephadaios sorgt dafür, dass das Schiff das tut, was es soll. Der Ferdi, das gut. Wird er so lange tun, bis wir an Land sind und die Arche umbringen können. Wundere mich nur. Also, wir bewegen uns zwar wieder, was gut ist, aber seit geraumer Zeit zucken die Spinnenbeine in ganz unterschiedliche Richtungen. Ich meine, ich bin ja auch nicht dumm. Ich kann mich orientieren. Zuerst sind wir nach Norden gefahren. Dann sind wir umgedreht, sind dann Richtung Osten, dann nach Süden. Es gab weiteres Rucken, dann sind wir mal gerannt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so machtlos. Das sind wir hier unten alle. Das erfordert ein großes Maß an Geisteskraft, um die Arche überhaupt dazu zu bringen, das zu tun, was uns dienlich ist. Wir sollten alle... Mit einem knirschenden Geräusch schließt sich hinter dir der Eingang. Ich hoffe, das war geplant. Wir sollten alle zum Herrn Effert beten und darauf vertrauen, dass er uns schon eines Tages sicher zurück an Land bringen wird. Seht zu, dass ihr euch ein wenig ausruht. Ich möchte an jeder Treppe aufs Oberdeck 5 Mannwache haben. Der Rest verteilt sich. Ja. Ich werde dafür sorgen. Meldet sich hier Jagold, nimmt dann seine Knappen und ja, Roslaus hat keine Lust, aber die anderen beiden, die 3 Valusianer bleiben dann und die anderen verziehen sich. Danke. Oh ja. Ja. Was denkst du? Hätten wir auf dem Oberdeck bleiben sollen? So eine Frage retrospektiv zu beantworten, naja, das hättet ihr vielleicht vorher entscheiden sollen. Ich glaube, ihr habt gerade wenig überlegt, oder? Ihr seid einfach nur herumgerannt. Ich überlege seit 3 Tagen gar nichts. Es passiert einfach zu viel. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Ja, deswegen solltet ihr vielleicht... abhalten, mit dem verfluchten Schwert oder dem verfluchten Schiff zu sprechen. Ich kann nicht Blutschluck davon abhalten, sich an uns andere mal selbst beinahe umzubringen. Und ich kann nicht die Mannschaft dazu motivieren, auf diesem götterverlassenen Holzstück auch nur mehr zu tun, als unbedingt nötig ist. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Aber was soll ich tun? Vielleicht hilft euch ein Gebet zu Bruder Praios. Ich meine, er hat euch ja immerhin auserwählt, über solche Leute zu herrschen. Ich glaube, den anderen Leuten geht das nicht anders. Völlig egal, wo sie stehen, ob sie
gerade in einer dritten Orkenschlacht Greifenfurt verteidigen oder auf der, naja, auf in der Dämonenschlacht stehen und dann wird der Heerführer umgebracht. Ich glaube, es ist völlig egal, aber es gibt nie so etwas wie einen Plan, der funktioniert, der dann genauso umgesetzt wird, weil die andere Seite hat auch immer einen Plan. Naja, die blockieren sich meistens. Deswegen braucht man immer einen zweiten Plan. Und da muss man improvisieren. Vielleicht wird die Sache ja ganz anders aussehen, wenn wir alle erst einmal ein wenig ausgeruht und die Arche tot ist. Wie hältst du dich auf den Beinen? Kann ich dich für ein paar Stunden für was abstellen? Ich bin müde, mein Herr. Ich habe die gleiche Arbeit getan wie ihr. Natürlich, natürlich. Oder worum geht's denn? Ich möchte nur jemanden haben, der oben bei Vandarias nach dem Rechten sieht. Da kommen wir doch gar nicht hin. Dein Weg wird sich schon finden. Aha. Okay, dann schaue ich mal, ob ich mich von der Munitionskammer nach oben packen kann oder so. Ja. Nimm irgendjemanden mit, der noch wach ist. Vielleicht gibt's ja ein Treppenhaus bei den Toren der Niederhölle oder so. Kritze dich so ein bisschen frech an, schüttelt dann aber mit dem Kopf und geht dann. Ich lehne mich seitwärts an die Wand. Bleib erstmal sitzen. Schau den Söldnern dabei zu, wie sie sich verteilen und sich ihre Wachpositionen suchen. Ja, kannst auch sehen, wie sich die Leute auch kurz so voneinander vorstellen. Jagold ist ja selber auch Bornländer. Valusa dann an der Grenze zum Bornland, aber die hatten natürlich auch noch die Kontakt miteinander und von daher wird sich da jetzt auch dann Ritter und Stadtwache miteinander unterhalten. Derweil steht Fiona immer noch ganz alleine auf dem Oberdeck und der kalte Wind zieht heran. Die Richtung, die ihr jetzt lauft, dort gibt es eine weitere Wolke. Allerdings ist diese weiß. Schnee, der sich anbahnt und demnächst das Oberdeck vielleicht einhüllt. Gut. Ich würde mich gerne erstmal umgucken, was wir zur Verteidigung hätten, wenn es wirklich so weit kommen müsste oder würde. Weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade die Einzige von der Gruppe, die irgendwie einigermaßen was davon versteht. Die jetzt irgendwie hier oben noch rum ist. Ja. Deswegen erstmal das Schiff wirklich mir angucken, richtig. Also bis jetzt habe ich ja nur das Innere so ein bisschen gesehen. Ich würde halt versuchen, was man hier oben machen kann. Wie ich es vorhin schon sagte, fernkampfmäßig. Was gibt es für Waffen? Wie viel Munition haben wir? Wie viele Männer bräuchte man dafür? Könnte man, wen würde man an welche Positionen stellen? Quasi könnte man auch Leute nehmen, die nicht so viel Ahnung haben? Oder sind es Waffen, die wirklich sehr viel Präzision erfordern? Wie weit also ist unsere Reichweite? Wie muss der Wind dafür stehen? Halt alles, was ich so für Know-how habe, würde ich jetzt da oben für mich hinplanen. Wenn da kein anderer ist, habe ich ja genug Zeit, dass man dazwischen quatscht. Und ja, deswegen entwerfe ich da oben jetzt meinen eigenen kleinen Schlachtplan. Ja, also auf alle Fälle sinnvoll, dass man sich dieses Schiff ansieht. Wenn sich jetzt natürlich immer noch die Lederschwingen auf dich zubewegen, ist das vielleicht ein bisschen selbstmörderisch, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich kann dir auf alle Fälle schon mal sagen, ihr habt hier vorne zwei Rotzen. Leichte Rotzen, Regentin Skyda Fotai und, ich muss gerade gucken, hat die andere, die Exzellenz Ulchuchu. Diese Dinger haben Namen. Das heißt, die machen richtig viel Schaden und je nachdem, mit was man da kämpfen würde, kann man sogar Schwärme bekämpfen. Aktuell ist allerdings nichts geladen und die Munition liegt unten schön versiegelt durch das Schließen dieser Treppe. Das weißt du allerdings noch nicht, dass die Treppe geschlossen ist oder geschlossen wird. Dann kannst du hier sehen, die Bugbastion. Das ist ein dreistöckiger Holzturm mit quadratischem Grundriss, der hier aus normalem Holz aufgezimmert worden ist und dementsprechend menschliche Dimensionen aufweist. Ja, es gibt dann auch die Treppe nach oben, kreuz und quer, überall irgendwie mit Holz dann gezimmert. Im Inneren kannst du sehen, hier liegt wohl Stroh, kleines Waffenarsenal, ein paar Ersatzteile für Torsionsgeschütze, wenn die kaputt gegangen sind, dass man dann schnell reparieren kann. Und in den oberen Stockwerken kannst du Schussöffnungen erkennen für eine mittelschwere Rotze. Das Ding ist dann also ja natürlich größer als die leichte Rotze. 20 Schuss pro Stunde ungefähr. Man muss da aber mit 6 Mann so ein Zeug bedienen. Sonst wird das nichts und du bist allein. Und es gibt 2 Ballisten, die hier auf einem Quergang auf einer Galerie angebracht worden sind und mit denen man ebenso schießen könnte. 3 Mann Bedienung.
Das zinnbewehrte Dach wurde eine rote Dämonenkrone auf schwarz aufgepflanzt. Hier sind auch noch ein paar Flaggen und Wimpel, die hier sich im Wind leicht drehen und bewegen. Und ich mit etwas Angst, unnatürlicher Angst, konfrontieren und foltern, wenn du in ihre Fahnen, Wimpel und Symbole blickst, die wohl dem Zayat entsprechen. Das ist das, was man die Djian wohl lesen konnte. Noch eine Frage, wenn ich die Krone so sehe, bevor wir jetzt weitergehen, sehe ich an der Krone irgendwas? Also ich meine, ich bin ja ziemlich abergläubisch, habe ich das Gefühl, dass es uns besser tun würde, die Krone sozusagen abzumontieren und die irgendwie auch ins Meer zu werfen? Oder, das ist eine Flagge mit einer Dämonenkrone drauf. Also das Zeichen von Borbarat. Aber ich meine, ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas von ausgeht, außer dass du mir Angst machst. Also dass ich jetzt zum Beispiel mit dem Kelch, dass man irgendwas sehen kann, was man nicht sehen sollte oder so, sowas ist nicht dabei. Also das ist natürlich jetzt perfekt, um sowas wie eine eigene Flagge zu hissen, nach dem Motto, ich bin Torwalerin, das heißt, ich setze jetzt den Wimpel von Torwal. Gut, die gehört jetzt das Schiff nicht, sondern eher Jalan und dementsprechend könnte man das valusianische Wappen setzen. Habt ihr nicht. Man könnte eventuell ein zyklopäisches, also egal, wem dieses Schiff gehört, aber du könntest hier jetzt dann klarstellen, wem das gehört und wie die Loyalitäten sind. Ist natürlich die Frage, wenn ihr sowas wie ein Praios-Banner setzt und von der Stadt Beilung aus, also mit einem Beilunker Wappen nach Beilung einfahrt, ist natürlich die Frage, ob ihr dann angegriffen werdet, weil ihr seid immer noch eine scheiß Dämonenarche. Aber prinzipiell könnte man das hier auf alle Fälle abnehmen, nach dem Motto, Borbarat gehört das auf alle Fälle nicht mehr. Die Frage, ob das taktisch so klug ist, aber ich meine, andererseits... Ich glaube, du hast jetzt gerade andere Sorgen. Nee, es geht eigentlich eher darum, dass ich einfach nur wissen wollte, ob ich das Gefühl habe, dass durch die Dämonenkrone irgendwas da oben stattfindet, was uns nichts Gutes bringt, wie zum Beispiel mit dem Kelch, dass man durch die Dämonenflagge, also durch diese Das ist eine Krone, Magiekunde. Die Schiffe irgendwie... Magiekundeprobe. Ja, Kmexa... Extra gesteigert. Nee, aktiviert. Aktiviert. Ja. Ah, guck mal. Gar nicht so schlecht. Nee. Könntest du die 13 neu würfeln? Nee, dafür will ich keinen Chibi ausnehmen. Sicher? Ja, sicher. Ich glaube, den brauche ich heute noch für andere Gelegenheiten. Gut. Dann, du schaust dir die Dämonenkrone weiter an und würfel mal bitte eine Selbstbeherrschungsprobe. Erschwert um 4, erschwert um. Gott. Dein Aberglauben und wenn du noch irgendwelche anderen Sachen hast, die dich in den Sätzen stürzen, dann bitte. Okay. Denn also hier liegt ein Zauber drauf, der dich das ist eine Entsetzensprobe. Mhm. Hier wäre dann nur um 10, das wäre glaube ich der einzige Nachteil. Wenn ja, ich die Aberglauben. Dann soll das so sein. Gar kein Problem. Dann springst du jetzt oben aus dem dritten Stock der Bugbastion, springst du nach oben auf das Unterdeck, beziehungsweise versuchst das Ganze noch abzufangen, denn ja, du bist jetzt erstmal von diesem namenlosen Entsetzen gepackt, was dich jetzt hier dazu veranlasst, zurückzuweichen. Kein Geländer, du fällst nach unten aus einer Höhe von Würfel mal 1W10 plus 3. Hier ist der W10 von denen da unten. Das ist der mit... Der vierte. 1, 2, 3, das ist der dritte. Der dritte von links. Ah, ich kann nicht sehen, sorry. Dann stürzt du jetzt 7 Meter in die Tiefe. Körperbeherrschungsprobe, Schwert um 7. Das können die anderen übrigens auch oben sehen, wenn sie auf dem... Hab ich ein Glück. Gut, dann darfst du einen Würfel rausnehmen. Moment, gelungen. Zusätzliche Modifikator 3. Okay, genau, dann hast du... Doch, schon eingegeben den. Ja, richtig, genau, ist richtig. Jetzt darfst du 7W6 minus 7 würfeln. Nee, hat sie nicht. Aber es wird jetzt nicht der eine Punkt, den sie übrig hatte, von den Würfeln abgezogen. Das ist jetzt nur sie darf 6, danach, 6, 6. Sie darf danach einen Würfel raus. Genau. 7W6 minus 7. Ging irgendwie nur 5 auf einmal. Ich würfel noch 2 nach. So, wie gut, dass die Summe eingeschaltet ist.
sind, genau, minus 7, dann kriegst du jetzt 15 und darfst einen Würfel rausnehmen. Du wirst wohl die 5 rausnehmen, das heißt, du bekommst ja 10 SP. Also nicht tot. Dann darfst du den Schicksal verbrennen. Also ich bin jetzt genau auf 0 LEP dann. Oder du kannst mit dem Shippy nochmal versuchen, die 5 nachzuwürfeln. Also das kannst du vorher noch machen. Nee, bringt ja nichts. Ich brauch sowieso mal ein bisschen mehr hier. Gut. Dann stürzt du von der Balustrade herunter. Bin ich denn tot, Frosty, mit 0 LEP? Wenn du den Schicksalspunkt verbrennst nicht, dann hast du einen LEP. Aber wenn man 0 LEP hat, ist man tot? Also da dachte ich nämlich auch, was Daruda schreibt, dass man erst bei Minuspunkten tot ist. Naja, wer wird dir denn jetzt... Also okay, dann können wir das gerne so machen. Dann stürzt du jetzt mit 10 SP auf die... Nee, krieg ich nicht mal meine Wunschwelle bei 10 ist. Glaube ich. Also ich habe einen Rüstungs... Dann stürzt du jetzt auf das Zentraldeck von unten runter, wie gesagt, aus einer Höhe von nur 7 Schritt. Dadurch, dass du dann rückwärts getaumelt bist, konntest du dich nicht ganz abfangen, abrollen. Bist dann nochmal in die Knie gegangen, aber das fordert jetzt auch deine Seele. Du stürzt nach hinten und das Letzte, was du noch siehst, bevor alles schwarz wird, ist die riesige rote Dämonenkrone und das Zeichen von Borbarat. Retigion ist in die Bücher vertieft, Ragnar und Ephadaios sehen jetzt wohl, dass, ja, es gibt nur noch eine einzige Person auf dem Oberdeck und das ist Fiona, die läuft gerade so ein bisschen über das Deck herum, ihr könnt dann auch sehen, wie sie wohl das ein oder andere Mal auf einer Galerie auftaucht, über so ein Harpunal rüber streicht und dann nochmal weiter oben auftaucht, dann in die Fahne blickt, nach hinten stolpert und auf das Oberdeck klatscht. Verdammt, Ragnar, sie ist gestürzt. Sie hat es nicht mehr reingeschafft, bevor der... Sie bewegt sich danach auch nicht mehr, oder? Ja, nehme ich mal an. Steuerfrauen, öffnet einen Pfad. Wir müssen sie reinholen. Ragnar, kannst du zu ihr eilen? Ja, kann ich machen. Gut, Steuerfrauen, öffnet den Weg für Ragnar, dass er zu ihr kommt und sie in den Rumpf schaffen kann. Und danach schließt wieder den Rumpf. Also du solltest vielleicht am besten auch mitkommen. Ich bin nicht so stark. So stark, sie rein. Schnapp dir jemanden, der da draußen ist. Ich. Da draußen ist niemand mehr. Nein, aber du musst doch durchs Deck. Sie wird nicht die Letzte sein, die hier stirbt. Schweig. Und sie ist nicht die Erste. Wird er denn jetzt irgendein Pfad für mich geöffnet? Im unteren Bereich, ja. Das heißt, du musst die Treppe wieder 2 Stockwerke runterrennen. Ja, dann sprinte ich mal nach unten. Kein Problem, meine Herren, ich bleibe hier oben und rede mit den beiden Schwestern. Warte, Jasper hatten wir doch runtergeschickt. Den hast du runtergeschickt? Achso, ja. Richtig, genau. Dann steht der. Ist der irgendwo anders. Ragnar, ich wage es nicht, die Steuerfrauen hier allein zu lassen. Schnapp dir jemanden auf dem Weg nach unten. Ja, wenn ich jemanden finde. Ich schau mal, ob in dem Turm noch irgendjemand ist, außer mir und Ephadaios. Nee, Brindigian ist auch irgendwo verschwunden. Du kannst noch ein paar offene Bücher sehen, aber der hat sich wohl woanders hin verzogen. Der hat sich auch nicht abgemeldet. Keine Ahnung, wo er ist. Der hat gute Laune, der Junge. Er fährt sein mit dir. Er hat einen anderen Plan. Ja, stimmt, der hat den Plan, den er sich beibringen will. Ab nach unten und ab durch die Tür und hoffen, dass ich da jetzt irgendwas machen kann. Also ich renne jetzt runter aufs Deck. Ja, würde jetzt versuchen, du siehst. Die Verbindung mit dem Schiff aufzunehmen, um selbst einen Pfad für Ragnar öffnen zu können. Ja, also Ragnar läuft dann nach und nach auf das Zentraldeck hinauf, an dem steinernen, blutigen Altar vorbei. Die Treppe ist versiegelt, da gibt es keinen Weg mehr. Das ist natürlich gut, das heißt, wenn du jetzt hier oben von Lederschwingen zerfetzt wirst, dann sieht das zumindest Jala nicht, der sicher im Bauch der Arche schlummert.